Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Dunkle Energie. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Liebe Anja Weh, ich grüße dich. Du hast beschrieben, und das ist deine Vermutung oder das sagt dein Gefühl, dass eine Frau schlechte Energie schickt in deine Richtung und vieles ist dadurch blockiert. Erstmal möchte ich beschreiben, was bedeutet dunkle Energie und dann, was kannst du tun, davon zu befreien. Alles besteht aus Energie. Aber das Energie als solches ist weder gut oder böse, das ist neutral. Und mit unseren Gefühlen, Gedanken laden wir das auf. Und jedes Selbst bestimmt die Richtung. Geht in göttliche Energie oder geht in teuflische Energie. In beide Richtungen sind Gefühlen und das nenne ich negativen Gefühlen oder positiven Gefühlen. Zum negativen Gefühlen gehört Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Eifersucht, Wut, Aggression, Neid und Hass. Wir sind mit Angst, Zweifel oder Wut in einer Grauzone. Diesen Gefühlen kennt jeder und ist auch nicht weiter schlimm. Schlimm ist dann, wenn uns das behaftet, wenn wir davon nicht verabschieden können, wenn wir ständig in dieser Angst leben. Und damit öffnet sich Pandoras Büchse. Und ein trojanisches Pferd kann kommen. Und das sind die Einflüsse von außen, Angriffe. Und das kann Neid und Hass sein. Und Neid und Hass ist zerstörerisch, kommt auch nicht von Gott. Und das kannst du so vorstellen. Es gibt Menschen, die machen Rituale. Die beten entweder Gott an oder den Teufel. In beide Richtungen gibt es Ritualen. Die eine nennt man Weißmagie, andere nennt man Schwarzmagie. Diese Ritualen gibt es schon, aber das ist nicht üblich. Also ich gehe davon aus, dass diese schwarzmagische Ritualen eher Seltenheit ist. Also keine Angst davon. Was öfters vorkommt, wenn jemand ständig mit dir beschäftigt, Gedanken macht und diese permanenten Gedanken schickt in deine Richtung und das sind nicht neutrale Gedanken oder Worte, auch nicht liebevolle Gedanken oder Worte, sondern Beschimpfungen oder Gedanken, was mit Neid und Hass aufgeladen ist. Dann kommt es auf dich zu wie eine Wolke. Und du hast das Gefühl, etwas ist da, was dich bedrückt und geht nichts voran. Und du weißt genau, das kommt nicht von dir, sondern das ist Fremdenergie. Was kannst du tun, wenn so etwas passiert? Und das ist deine Vermutung, dass du damit nicht beschäftigst, auch nicht mit dieser Person auch nicht beschäftigst, sondern verhalte dich ganz neutral. Nicht in diesem Energie einsteigen, ja, nicht mit Wut reagieren. Natürlich löst es erstmal Wut und Enttäuschungen aus, aber damit nicht aufhalten.
nicht aufhalten, auch keine Angst davon haben, raus aus den negativen Gefühlen. Man braucht ein anderes System und man fühlt sich befreit und das hat eine heilende Wirkung. Und das ist die göttliche Energie und die göttliche Energie ist immer grundsätzlich mit positiven Gefühlen verbunden. Und das ist Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Kraft, Mut, Vertrauen, Hilfsbereitschaft und Liebe. Dann weißt du, du bist im göttlichen Energie und das Göttliche ist immer stärker. Dann stehst du im Schutz und sprich mit Gott, aber wünsche niemand was Negatives oder Böses, gar nicht. Nein, wir dürfen nicht die gleiche Muster haben. Wir müssen das auch nicht spiegeln. Nein, bleib in göttlicher Energie, verhalte dich neutral, ordne deine Gedanken und Gefühle und sprich das aus mit Gott. Was ich praktiziere, ich sage immer zurück zum Absender, zurück zum Absender, zurück zum Absender. Meine Tür ist zu und ich will damit nichts zu tun haben. Und das geht auch zurück, nicht weil ich das wünsche. Ich löse das nicht aus, du löst es nicht aus. Sondern es gibt ein Gesetz. Und das ist ein kosmisches Gesetz. Und das ist Ursache und Wirkung. All das, was wir in Ursache setzen, das kehrt auf uns immer zurück. Und hier haben wir die Verantwortung, nicht was die anderen machen, sondern was wir selbst tun, wie wir denken, wie wir handeln, wie wir fühlen. Das eigene Leben, auf das eigene Leben konzentrieren und da die Verantwortung übernehmen. Natürlich gibt es auch energetische Unterstützung wie Räucherung, also Düfte, Halbedelsteine wie Rosenquarz, Bergkristall hat auch eine reinigende Wirkung. Auch Kerzen, Kerzenmagie gehört auch dazu. Aber hier auch darauf achten, im göttlichen Energie bleiben. Die Farbe ist auch wichtig. Die weiße Farbe hat eine reinigende Wirkung. Gold steht in Verbindung zum Sonne, Silber steht in Verbindung zum Mond, Bronzefarbe steht in Verbindung zum Venus. Also es gibt viele Methoden, was hilft, oder Mantras singen, Trommeln, ändert sich dadurch auch die Schwingung, was sehr kraftvoll ist. Das sind die Gebete, die Gespräche mit Gott. Und du kannst Gott vertrauen. Das Böse entfernt sich von dir. Es gibt noch eine Pflanze und es wirkt Wunder. Kakteen. Die Pflanzen spüren die Gefühle, die Menschen. Die haben eine Spürnase dazu. Und wenn Gefahr kommt, die wehren ab. Die haben diese Funktion. Das Böse, diese böse Gedanken oder Menschen mit bösen Absichten machen einen großen Bogen. Diese Lebenserfahrungen habe ich selbst gemacht. Also das wirkt auch. Und dann achte auf deinen eigenen Gedanken und Gefühlen, auf dein eigenes Energiefeld. Denke nichts viel darüber, halte dich nicht auf, beschäftige damit nicht. Bleib immer neutral und bleib in inneren Kraft, in inneren Harmonie. Natürlich kommt immer wieder Wut, aber wie ich schon sagte, nicht aufhalten. Umdenken in eine andere Richtung, was dich beruhigt. Oder schenkt dir Lebensfreude oder Lachen, dann beschäftigt dich das nicht mehr und kannst leichter und schneller, effektiver davon verabschieden. Dann prallt das alles ab.
Und dann kannst du dich von dieser Energie dich befreien. Es ist nicht dein Energie, aber das ist Fremdenergie. Raus aus diesem Energiefeld, weil das kränkt. Bleib in deiner eigenen Energie, in göttlichen Energie und schau in andere Richtung. Und lass das nicht zu, dass bei dir das Angst auslöst oder Blockaden oder dass dich das Ganze runterzieht. Nicht damit beschäftigen. Und jetzt schauen wir diese Legung an. Was ist die Kern der Dinge? Das zeigt hier dieser Elefant und dieser Elefant hört zu. Das kann natürlich bedeuten, dass diese Frau über dich was erzählt und das ist nicht so schön oder angenehm, aber ignoriere das. Und hör zu, was deinen inneren Stimme dir flüstert. Vertraue dein Intuition. Welche Unterstützung hast du? Das ist ein Kraftort oder anderen Gedanken. Befreie dich von dieser Thematik. Befreie dich von dieser Frau. Kein Gedanken, keine Zeit damit verbringen. Geh mehr in die göttliche Richtung. Die schöpferische Energie oder Kreativität heilt dich, das befreit dich. Und wie kannst du das tun? Das ist die Frühlingsqualität. Etwas Neues starten, was dich begeistert. Und welche negativen Einflüsse hast? Mit diesem Sturm kannst du immer rechnen. Aber wenn du das spürst und davon Angst hast oder damit du dich aufhältst, dann stoßt du in deinen eigenen Grenzen. Das zeigt dir diese Zahl 9. Also nicht aufhalten damit, weil das blockiert tatsächlich. Du sollst die Zahl 9 verlassen, überwinden dein Zweifel, deine Unsicherheit, auch deine Ängste, raus aus ihrer Energie, nicht damit beschäftigen, dann startet sofort etwas Neues. Und diese Zahl 9 bedeutet Grenzen. Und das sind diese Blockade. Du spürst diesen Sturm. Es ist zwar energetisch und unsichtbar, aber du bist feinfühlig und nimmst du das wahr. Und du sollst von diesem Zahl 9 raus. Und das heißt, über deinen Schatten springen, raus aus Unsicherheit oder Angst, auch nicht mit dieser Energie dich befassen, sondern neu orientieren, in deiner eigenen Energie bleiben, dann startest du mit Zahl 10 und diese Zahl 10 bedeutet Bewegung, eine Vorwärtsbewegung. Dann bist du davon befreit, was diese Frau aussendet und du bist in deiner eigenen Kraft. Und damit startest du und beginnt eine neue Lebensphase für dich. Wie schaffst du das? Mit Leichtigkeit und diesem Glück, glücklich zu sein über etwas, was du jetzt beginnst. Und mit dieser Leichtigkeit kannst du von dieser Landschaft verabschieden. Was hilft dir noch? Das ist dieser Talisman. Das wäre vielleicht eine gute Idee, etwas, was dich unterstützt, ein Halbedelstein in Hand zu nehmen, was dich begleitet im Leben, aber dieser Talisman hat eine symbolische Bedeutung und das heißt, die Glück steht in deiner Seite und das kannst du vertrauen und dann kommt eine neue Phase, ein neuer Lebensweg und damit hast du auch Glück. Was befreit dich oder wie schaffst du das, davon verabschieden, befreien? Das zeigt hier die Mondlandschaft, das sind deine Träume, deine Intuition, dein Unbewusstsein, eine innere Reise. Meditiere darüber, was du erreichen möchtest.
Leb dein Traum, deine Vision, ignoriere komplett diese Frau. Was ist deine eigene Energie? Deine eigene Energie ist deine Rettung. Und das heißt, diese Energiefeld umhüllt dich. Und das kommt von deinem Inneren. Und das besteht aus Denken und Fühlen. Immer positiv denken, angstfrei leben. Ändert sich sofort dein Energiefeld. Und das schützt dich auch. Das dehnt aus, hat eine goldene Farbe wie die Sonne. Und das Böse macht auch einen großen Bogen, weil du bist im göttlichen Energie. Und die Böse erträgt die Licht nicht. Wenn du diese Ausstrahlung hast, kann nichts passieren. Ich wiederhole mich, immer positiv denken und angstfrei leben. Was passiert dann? Es geht bei dir alles voran. Auch beruflich, auch finanziell, auch in die liebe Partnerschaft. Jetzt befrage ich meine Pendel. Kannst du dich von dieser Energie befreien? Bist du im göttlichen Energie? Ja, nein oder vielleicht. Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet, ja, du schaffst es. Du bleibst in deiner eigenen Kraft, in deiner eigenen Energie. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, bedeutet, diese Frau hat ganz große Macht über dich und blockiert dich. Wenn die Pendel stehen bleibt, bedeutet vielleicht oder wir sollen momentan diese Frage nicht stellen. Schaffst du das von dieser Energie befreien? Die Antwort ist ein ganz klares Ja. Liebe Anja W., so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.